keine Munition mehr. Ne, hat er gar keine Probleme. Das Vieh kaufe ich mir! Na dann los! Was ist denn das Vieh? Alter. Ich weiß auch nicht, ob die wie beim ersten Teil ab und zu mal nachspawnen, wenn sie die getötet haben. Alter. Das wäre wenigstens schön, wenn die auch nachspawnen, weil dann können wir auch wieder selber unsere Erfahrungspunkte sammeln. Aber jetzt sieht es wirklich so aus, als würden wir wieder zurücklaufen. Die Infektion. Irgendwie kaufe ich Dawkins die Geschichte mit der hybriden Maschine nicht ab. Aber wer kann ihm schon das Gegenteil beweisen? Ich nicht. Nimm das Ding. Hab ich doch schon längst. Na komm, geh weiter. Kaufe ich mir. Ich mache einfach alles kalt, ne? Die zwei machen. Rein theoretisch brauchen die mich in dem Spiel gar nicht, weil die zwei. Die schießen einfach alles von A nach B weg. Meine Bandage rechts am Arm ist weg. Okay, jetzt versuchen wir mal hier lang. Das Vieh kaufe ich mir. Jo, alles klar. Viel Spaß dabei. Ich wollte schon sagen, ein Schlag und fertig. Wahnsinn. Ja! Eine Pelzartel. Die sind auch wieder dabei. Natürlich gibt es mal richtig große Pelzartel. Pelzartel, Mütter. Väter. Wäre auch cool. Das kam mir so rüber, als wäre das für den Kultisten so ein Überbleibsel. Ja, wir haben vor uns auszusehen irgendwie eine Mission abgeschlossen. Durch Zufall. Und wir haben einmal, denke ich mal, Lehrgeld bezahlt mit den 100 Elixit. Für den Kinderhort. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wir machen hier so eine Sightseeing-Tour mit denen. Alter, die. Was mir aber auch motterig auf den Sack geht, dass die ganze Zeit permanent nur am Rennen sind.
Oh. Das Vieh zerquetsche ich. Na dann los. Hoffentlich kommen wir jetzt bei denen einfach so rein. Einen Augenblick. Du bist nicht aus der Gegend, richtig? Na, die später auch nie. Ich frage nicht, was dich zu uns führt. Die Gründe gehen mich nichts an und wir Kleriker weisen niemanden ab. Oh. Dennoch ist es meine Pflicht, jeden Reisenden auf die herrschende Ordnung hinzuweisen. Alles klar. Keine Diebstähle, keine Schlägereien. Verstanden? Ja, schon klar. Und jetzt mach Platz. Keine Sorge, ich halte mich an die Regeln. Keine Sorge, ich halte mich an die Regeln. Freut mich zu hören. Komm, ich führe dich herum. Nein. Es ist gerade ruhig, da kann ich es mir erlauben, meinen Posten zu verlassen. Oder brennt dir noch eine Frage auf den Nägeln? Wenn du doch noch eine Führung willst, weißt du ja, wo du mich findest. Alles klar, aber das machen wir jetzt gerade nicht, weil ich will erstmal den Zwoen hier weiter folgen, die jetzt mir abhanden gekommen sind. Die zwei Pappenheimer. Von wegen neue Klamotten und Essen satt. Die Jungs hier haben ja weniger auf der Naht als wir. So schlecht war der Kantinenfraß doch nicht. Hörst du das? Das ist mein Magen! Immerhin mussten wir uns keine Matratze teilen, ist das nichts? Der Schlafsaal hat nach... wer weiß nicht was gestunken. Ich musste mir sogar meine alten Socken in die Nasenlöcher stopfen. Ja und? Wo ist das Problem? Ich krieg den Gestank nicht mehr aus dem Gesicht. Und dieses ständige Gebete, da wird man ja wahnsinnig. Du hast auch an allem was auszusetzen. Hm. Aber wenn's dich beruhigt, ich habe eine brandheiße Info gesteckt bekommen. Die Morkons suchen Leute wie uns. Ich sag dir, bei denen kommen wir groß raus. Meine Füße sind jetzt schon ganz aufgequollen. Ich schaff keine 20 Schritt. Dann trete ich dich eben hin. Los, schwing die Hufe. Jetzt gehen die noch zu den Morkons? Das kann uns jetzt zum Verhängnis werden, weil wir da die eine Truppe ausgelöscht haben. Tschüss! Also ja, mit dem macht man wirklich hier so eine Sizing-Tour von über zu nach. Aber ich find's irgendwie witzig. Ich weiß auch nicht. Aber wie gesagt, die sind auch total overpowered, die zwei. Egal was sie sehen, sie greifen sofort an und machen es auch 100% platt. Das Vieh zerquetsche ich! Jupp. Alter, ihr habt bis jetzt alles einfach so mit kaputt gemacht. Was ist denn jetzt so los? Was ist los? Was ist denn jetzt los? Hä, was war denn das? Hoffentlich folgt uns keiner. Das ist noch der erste Spruch gewesen. Ich hab da eine Idee, hoffentlich folgt uns keiner. Ich glaube, das war genau das, was einen triggern soll, den zu folgen. Und im Endeffekt ist es ja auch nie so schlimm, mal denen zu folgen. Man kriegt zwar keine Erfahrungspunkte dafür, dass die ganzen Viecher töten und so weiter, und man mitten dabei ist und dann außersehen von denen aus noch selber komplett weggeschnetzelt wird. Aber hoffentlich tun die sich den Morkons jetzt nie anschließen. Da hat jemand einen Körper gemacht. Da hat jemand unten im Boss einen Körper gemacht. Das gucken wir uns irgendwann nochmal an. In Ruhe, wenn wir den Typen nicht mehr folgen.
sieht trotzdem nice aus. Kann man machen, was man will. Auch wenn man da, wenn das relativ clean ist und alles drunter in der Ferne, wenn man es so sieht, ne, wegen der Anzeige, es läuft flüssig wie Sau. Es läuft wirklich gut und flüssig. Finde ich echt gut. Und das war aber auch schon im ersten Teil so, dass die hier das, was weit weg ist, nicht gut darstellen lassen, sondern nur das, was in der Nähe ist. Aber wie gesagt, von diesem Punkt kann ich absehen. Alps? Nee, das sind die Hetzer, die für mich. Seltsam. Das hab ich jetzt wieder aus dem Auge verloren. Schade, wir können den Zweien nicht mehr folgen, weil wir die aus den Augen komplett verloren haben. Wegen der Zwischensequenz. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Weil ich hätte denen auch gerne noch dabei zugehört, was bei den Morcons ist. Ich weiß auch absolut nicht, wo die Morcons sind. Ich vermute mal hier hinten irgendwo. Kann aber sein, dass die hier oben irgendwo sind. Aber wenn die hier oben sind, dann wäre es halt interessanter gewesen, hier oben gleich lang und zack rein. Hier ist es fort. Hier waren die Berserker. War das hier das andere Ding? Nee. Hier oben gibt es ja auch noch was. Gut, wir haben die zwei leider aus den Augen verloren, also müssen wir uns um andere Sachen kümmern. Genau, wir mussten ins Fort. Das war der Spähtrupp, den wir gerade gefunden haben, ne? Ja. Ich weiß aber nicht, wie gut wir gegen den Spähtrupp vorgehen können. Dieser Spähtrupp hat mir gerade eben alles versaut. Die könnten wir wegkaschen. So, das waren schon mal unsere Innereien, ne? Die wir ab und zu mal hören mit dem. Oder? Ich weiß es nicht. Stachelrücken, nee, das ist mir nicht gut genug. Thank you.
ich auch genug. Was machen die da hinten? Großen Aufstand oder was? Oh. Ein Dino. Gut, dass ich unterwegs einen Händler getroffen habe, der genügend Nahrung dabei hatte. Munition wäre aber auch noch toll gewesen. Unmittelbar vor dem Fort bin ich einer Horde Monster begegnet. Die Berserker sollten etwas gründlicher sein bei der Jagd. Zwei von den Biestern sind mir gefolgt. So schnell bin ich noch nie gerannt. Zum Glück konnte ich mich noch rechtzeitig auf dem Dach verstecken. Erstaunlich, was für Kräfte freigesetzt werden, wenn man in Panik ist. Das nennt man Adrenalin. Heute ist schon die zweite Nacht, die ich hier ausharren darf. Hoffentlich vergeht denen bald der Appetit und sie verziehen sich. So wie es aussieht, haben die sich verzogen, weil er ist ja nicht mehr hier. Aber ich glaube, gegen die Invasoren kann ich nichts ausrichten. Ja, das sind Totenköpfe. Ja. Null Chance. In meinem derzeitigen Zustand. Und außerdem brauche ich Munition. Das gleiche in grün. Gut, dann machen wir mal Schnellreise zum Fort wieder. Die 2 haben wir leider nicht mehr eingeholt. Finde ich echt schade. Nur dann auf dem Weg nicht mehr gefunden, wo die lang sind. Ja gut, ich habe jetzt auch nicht mal großartig gesucht. Die sind über die Kante rüber. Ich habe geguckt, ob die irgendwo noch rennen. Nein. Waren weg. W wie weg, G wie ganz weg. Ich hoffe mal, wir kriegen noch mal die Möglichkeit, die 2 zu finden. Proviant. Schade, dass man dafür keine Erfahrungspunkte mehr bekommt. Ich habe keine Zeit. Warum nö? Ich bin doch ganz lieb. Ich tue doch niemandem was. Naja, dann reden wir mal mit der dort. Oder mit dem da. Du versperrst mir die Sicht. Geh weiter. Alles klar. 3 Haken und 2 Schaufeln. Wie bitte? Und ein Eimer und 2 Rechen letzte Woche. Das erfahre ich erst jetzt? Wie wollt ihr das Feld bestellen, wenn euch das Werkzeug fehlt? Erklär mir das. Heißt das, wir haben Pause? Ihr geht mir nicht eher vom Feld, bis ich es sage. Und wenn ihr die Erde mit den Händen umgraben müsst... Zurück an die Arbeit. Wie oft muss ich den Wachen noch sagen, dass Fremde auf den Feldern nichts verloren haben? Okay. Die Setzlinge sind empfindlich. Deswegen. Sag jetzt nicht, du wurdest eingeteilt, um zu arbeiten. Ich sehe keine Ausrüstung. Also, ich höre. Deswegen sind die auch außerhalb der Festung und nie innerhalb der Festung, weil die so sensibel sind. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Sieh an.
Dann verrate mir mal, was es mit den Begriffen Trockenperiode, Säuregehalt und Schädlingstoleranz auf sich hat. Ist das denn wichtig? Das fragst du noch? Nicht zu fassen. Damit das klar ist, Herumtreiber haben hier nichts verloren. Und ich kann keinen weiteren Trampel zwischen den Setzlingen gebrauchen. Als Setzer werde ich dich also nicht einstellen. Okay. Für dich habe ich etwas anderes im Sinn. Okay. Eine Aufgabe, die nur etwas Muskelkraft erfordert. Sonst nichts. Okay. Wie kann ich dir helfen? Da hier ständig etwas zu Bruch geht, muss Ersatz her. Goliath schickt von Zeit zu Zeit passende Gerätschaften. Geh also ins Fort. Lasse soll sie dir aushändigen. Okay. Er ist der Schmied und lagert das Zeug für gewöhnlich ein. Das ist alles? Naja, vielleicht musst du ein paar Mal hin und her laufen. Aber das bekommst du schon hin. Denkst ich du? Darf also annehmen, dass du dich darum kümmerst? Ja, warum denn nicht? Alter, hast du gerade nicht zugehört? Die sind kaputt, deswegen werden sie in die Schmiede gebracht. Egal. Warum werden die Geräte in die Schmiede gebracht, wenn sie auf den Feldern gebraucht werden? Weil wir hier unten keine Mauern haben. Darum. Also. Wir wollen es etwaigen Langfingern ja nicht zu leicht machen. Okay. Was wir hier unten an Geräten haben, ist kaum einen Splitter wert. Okay. Hast du sonst noch Fragen oder bewegst du dich langsam mal? Okay. Ich besorge dir die Werkzeuge. Halt dich aber nicht zu lange beim Schmied auf. Er trinkt gern mal einen. Ich auch. Und wenn du sie hast, sei vorsichtig mit den Haken. Lässt du sie fallen, kann es leicht sein, dass... Ich mach das schon. Wenn die Wache am Tor Probleme macht, sag ihr, du handelst in meinem Auftrag. Okay. Sie wird dich dann durchlassen. Gut. Du hältst wohl nicht viel von deinen Setzern. Die meisten sind ehemalige Outlaws. Mhm. Keinerlei Arbeitsmoral. Sie stinken und sind faul. Ich würde lieber ein paar Kindern ihre Arbeit überlassen, als meine Zeit in ihrer Ausbildung zu verschwenden. Aber so lautet nun mal mein Auftrag. Und ich werde ihnen schon noch die nötige Disziplin einbläuen. Übertreibst du nicht ein bisschen? Naja, sie können eine Waffe halten. Das ist von Vorteil, wenn Gefahr droht. Aber ob ich mich auf sie verlassen kann, wir werden sehen. So, ich muss mich jetzt wieder um das Feld kümmern. Ansonsten wird das hier bald ein großer Komposthaufen sein. Okay. Aber ich find's echt... Arschkriecher! Ja, was denn? Ja, du! Ich will mit dir sprechen! Wieso quatschst du mit der Alten? Alte Fresse. Wenn du für sie ackerst, lässt du uns Setzer schlecht aussehen. Und? Bist du auf Streit aus? Du provozierst welchen. Kaum eine Minute auf dem Feld schon den Musterknaben spielen. Typen wie du sind hier nicht gern gesehen. Aber vielleicht bist du ja gar nicht so ein Arschloch. Hast vielleicht sogar was übrig für uns. Lass mal ein paar Splitter rüberwachsen, dann können die anderen und ich uns was Vernünftiges zu spachteln holen. Ich bin hier, holt euch was zu essen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Danke, Alter. Jax. Was? Das ist mein Name. Ach so, klar. Danke, Jax. Werd den Setzern ausrichten. Hast was gut bei uns. Bis dann. Ja, ist... Aber das Witzige ist, Jax hat ja hier den Alten ja auch so verurteilt. Wir sind aber auch nicht besser als Adam. Also, ja. Ja. Wir haben alle unser Pferd hier in der Welt zu tragen. Unser Pferd. Weil Jax war ja auch die Bestie von Xarkor, hat ja auch Menschen einfach so ohne mit der Wimper zu zucken umgebracht. Weißt du? Und jetzt hat er den auch verurteilt, wenn man es so nimmt. Ja. Schwierig.
schwierig. Immer noch sehr schwierig. So, du Alter. Du schon wieder? Jo. Ich soll Werkzeuge für Thorhild bei Lasse abholen. Daraus wird nichts. Goliath hat keine Werkzeuge geschickt und es sieht auch nicht danach aus, dass sie es tun werden. Sag ihr, sie muss sich woanders Ersatz besorgen. Du lässt mich also nicht passieren? Erraten. Oh Mann, der geht mir auf den Keks, ey.